ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute zum nächsten Teamgeist alle Kartenideen von meinen Teammädels zeigen. Und zwar ist das Thema dieses Mal Urlaubsgrüße, chill mal wieder und einfach so ein bisschen Entspannung schenken. Oder wenn jemand total im Stress ist, dass man den ein bisschen runterholt mit einer schönen Karte oder mit einem kleinen Geschenk und sagt, ruh dich aus, genieß die Zeit oder so. Und genau, ich zeige euch gleich die ganzen tollen Ideen von meinen Mädels. Vorher zeige ich euch noch kurz meine Idee zum Thema. Wenn das Video schon online ist, ich weiß nicht genau, ob es vorher oder danach online geht, dann verlinke ich es euch hier oben unter dem weißen i, dann könnt ihr nachschauen, wie man die Karte bastelt. Und zwar habe ich jetzt mit dem Set Perfekter Moment gearbeitet. Ich fand, es passt hier super. Und der Spruch, wenn du die Zeit genießt, ist der Moment perfekt. Dann dieser wunderschöne Sonnenuntergang, eine ganz schlichte Karte. Und einatmen, ausatmen, entspannen. Ich finde, es sagt schon alles. Ich würde die Karte sogar auf der Rückseite beschriften, weil ich finde, sonst nimmt man der Karte so ein bisschen die Schlichtheit raus. Genau, aber wie das Ganze funktioniert mit diesem wunderschönen Stempelset und dass man da hier diese Farben so schön hinbekommt und so, das sieht man dann, das seht ihr dann in dem anderen Video. Okay, das war so meine Idee dazu und jetzt zeige ich euch die tollen Ideen von meinen Mädels und anfangen tue ich heute mit der Karte von der Swantje, weil die ist auch einfach nur total genial. Seht ihr das? Oh, wie schön ist denn das? Also die Swantje hat hier mit echtem Sand gearbeitet, das ist total cool und das vermittelt so richtig Urlaubsfeeling, finde ich. Dann kommt da diese tolle Schrift zum Vorschein mit Moin Moin und es ist einfach so schön und man hat sofort Urlaubsfeeling, wenn man diese Karte sieht oder bekommt. Sie hat hier mit so einer Glassichtfolie gearbeitet und mit so einem Fenster die zwei Krebse ausgestanzt und dann eben hier den Sand reingebaut. Und das ist so schön und man kann überhaupt nicht aufhören, da zu wackeln und den Sand hin und her zu buxieren. Genau, innen ist auch noch ein bisschen gestempelt. Ist mit dem Stempelset setzt die Segel, das passt natürlich perfekt und ist wunderschön. Und auch die Farbkombi finde ich toll. Wäre auch eine coole Männerkarte, finde ich, kann man auch für Männer super schön so basteln und natürlich auch für Frauen. Und die Materialliste, die halte ich euch auch mal kurz ins Bild. Die Swantje hat das alles benutzt. Und hier findet ihr die Swantje bei Instagram bei Stempelküste. Also ich finde es total toll. Ich finde die Idee ist so super und es ist wirklich die totale Entspannung gesichert, wenn man diese Karte in die Hand gedrückt bekommt. Dann kann man sich auf das Sandspielen konzentrieren und das ist so schön. Das macht so viel Spaß. Hier unten guckt auch noch ein kleiner Krebs raus. Also ich finde die Idee total genial, liebe Swantje. Vielen Dank für diese wunderschöne Karte und es macht richtig Spaß, mit der zu spielen. Dankeschön. Die nächste Kartenidee sind gleich mehrere Ideen, denn die liebe Nadine war total fleißig und hat gleich drei Karten gemacht. Sie hat geschrieben, sie hat noch viel mehr Ideen gehabt und ich muss euch die Karten jetzt unbedingt zeigen. Die sind richtig, richtig cool. Und ich starte jetzt mal mit dieser Karte. Das ist eine ganz besondere Karte, eine besondere Kartenform. Und man sieht, man kann die ganz flach verschicken. Und wenn man sie dann bekommt, dann kann man die hier so auffloppen lassen. Und dann kann man die noch so ein bisschen nach hinten stellen oder nach vorne stellen. Und dann hat man so eine tolle, ich zeige es euch jetzt mal von vorne, Hinstellkarte. So eine richtig coole Kartenform ist das. Das ist die sogenannte Würfelkarte. Und man hat da auch sofort Urlaubsfeeling. Urlaubsgrüße steht hier drauf. Hier unten ist noch so ein kleines U-Boot, das ist auch total süß. Und hier sind so richtig schön die Walfische. Seht ihr das? Das sieht so toll aus und das schwebt hier so. Also das ist eine ganz, ganz coole Karte. Ich habe diese Kartenanleitungen auch schon ein paar Mal gesehen und habe mir gedacht, ich muss das unbedingt nachbasteln. Ich finde das eine richtig gute Idee. Und diese Karte hat genauso eine richtig gute Größe. Also ich finde, die kann man sich auch super irgendwo hinstellen. Wenn man zum Beispiel ein bisschen Urlaub mit ins Büro nehmen möchte, stellt man die sich an der Seite irgendwo hin, an den Schreibtisch. Und wenn man dann total gestresst ist, dann schaut man da drauf und freut sich und hat gleich wieder so ein bisschen Urlaubsfeeling. Finde ich total cool. Eine super tolle Kartenidee. Und die Anleitung könnt ihr auch anschauen. Und zwar, was teile ich euch da ins Bild? Das hier. Die Nadine findet ihr unter Hängebauchmaus bei YouTube. Sie fängt jetzt ganz neu an mit Videodrehen, also schaut da gerne mal vorbei. Und diese Kartenanleitung könnt ihr da auch dann anschauen, wenn dieses Video hier online geht. Müssten die Videos dann auch auf ihrem YouTube-Kanal sein. Also total cool. Und das sind die ganzen Materialien, mit denen sie gearbeitet hat.
Und ja, wie soll ich sagen, ich finde die Karte ist mega cool. Und was ich auch total toll finde, ist, dass man die einfach auch ganz flach verschicken kann. Und dass derjenige, der dann vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt von einem, sich dann trotzdem total darüber freuen kann und eine ganz besondere Karte hat. Super, super schön und eine ganz tolle Idee und perfekt zum Motto. Das ist echt toll. Vielen, vielen Dank, Nadine. Und du hast gleich weitergemacht mit total coolen Karten. Also das ist ja auch die Mega-Urlaubskarte, oder? Also das ist so eine Flip-Flop-Karte. Hier mit dem Blümchen vorne dran, total schön, mit einem schönen Band und mit diesen bunten Farben, die dann auch noch in dieser Streifenoptik sind, finde ich, passt das perfekt. Das sieht wirklich total echt aus wie ein Flipflop, also wie wenn man schon reinschlüpfen könnte. Und auch diese Anleitung zu dieser Karte gibt es dann bei ihr auf ihrem YouTube-Kanal. Ich halte euch das jetzt nochmal hier ins Bild. Das ist einmal die Materialliste und wie ihr die Nadine findet für diese Kartenanleitung. Und ich finde, es ist so eine tolle Idee und das ist so richtig Urlaubsfeeling. Und das wäre auch eine coole Idee für eine Einladungskarte für so ein Sommerfestchen oder für so einen Ausflug zur Therme oder so. Wäre das auch total süß, wenn man mit einer Freundin in die Therme fährt und das da reinschreibt und da so ein Flipflop schenkt. Ich finde, das ist eine coole Idee. Das ist echt toll, oder? Vielen, vielen Dank, Nadine. Und Nadine war so fleißig. Sie hat noch eine dritte Karte gemacht. Die gefällt mir auch total gut. Und zwar ist das mit dem Stempelset Mann um Mann gearbeitet. Und da ist ja dieser Spruch Chill mal wieder drin. Also, das ist ja genau unser Motto getroffen. Der Spruch kommt nachher nochmal. Und was ich total cool finde, ist hier dieses Foto-Optik oder dieses Bilderrahmen-Optik. Also mit dieser umrandeten Stanzform hier außenrum. Und dann das Bild in den Hintergrund gestempelt. Das könnte man auch super durch ein Urlaubsfoto ersetzen, dass man da einfach ein eigenes Urlaubsfoto einbaut und das dann jemand schenkt. Wenn man sagt, ich war da im Urlaub und so, schau mal. Und also ich finde, das ist eine total coole Idee mit dem tollen Cocktailglas. Ja, da kommt einfach Urlaubsstimmung auf, oder was sagt ihr? Ich finde, das ist auch das Motto total getroffen. Hier sind noch ein paar Eiswürfel. Und das ist eine coole Karte, eine tolle Farbkombination und finde ich auch echt mega schön. Kriegt man auch total Urlaubsfeeling. Und hier ist die Materialliste. Ich muss mal gucken, dass ich das alles reinhalte, richtig. Die duften Dinos, ja genau, die sind auch verarbeitet in der Palme. Das ist ja witzig. Ich habe mir schon gedacht, wo sind die duften Dinos, aber das ist die Palme, genau. Also auch total schön. Vielen, vielen Dank. Hier steht auch die YouTube-Anleitung. Ich weiß nicht genau, im Brief hast du geschrieben, die ersten zwei Karten, die Würfelkarte und die Flipflop. Vielleicht gibt es die dann auch als Einleitung, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe gedacht, nur die zwei, aber hier steht nochmal, vielleicht gibt es auch für die dritte dann noch eine Anleitung. Perfekt, also so schöne Karten und so richtig viel Urlaubsfeeling. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich total schön, liebe Nadine. Dankeschön. Und die nächste Karte, das ist auch eine traumhaft schöne Karte, die ist von der lieben Vanessa. Also die ist schon ein bisschen so herbstlich, würde ich sagen. Oder vielleicht sogar ein bisschen weihnachtlich. Ich weiß nicht. Die hat vom Farbkonzept, ich finde, die ist wunderschön. Könnte auch frühlingshaft sein. Also es ist ganz toll. Ich finde das super schön, dieses Stempelset. Das ist ja aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Da habe ich euch auch schon eine Kartenidee gezeigt in meinem Auspackvideo. Das verlinke ich euch mal hier oben unter dem weißen i. Die Vanessa hat auch mit dem Spruch gearbeitet, also Motto wieder perfekt getroffen, chill mal wieder. Und ja, der Baum ist so schön. Ich finde, es macht auch so richtig schöne Urlaubsstimmung. Und ich finde, die Karte könnte auch so ein bisschen Richtung winterlich gehen. Ich weiß nicht genau warum, ich kann es schlecht erklären, aber irgendwie, wenn man da so rausschaut, die Bäume so sieht, vielleicht die Schneeflocken fallen nicht. Dann sind natürlich die Vögelchen, ja, die Vögelchen sind im Winter auch fleißig, aber irgendwie ist das so eine, finde ich, eine bisschen kühlere Karte von der Jahreszeit. Ich weiß nicht genau. Aber ich finde, die ist wunderschön. Ich finde, dieses Stempelset, wie gesagt, total toll. Life is beautiful, ja, wirklich. Also, das ist so eine coole Karte. Sie hat hier mit den bestickten Rahmen gearbeitet, in zwei verschiedenen Größen. Hier noch so ein kleines Bändchen hingemacht, das kleine Hingucker, kleine Schleife. Das Vogelhaus ist so schön. Also eine ganz, ganz tolle Karte, super schöne Farben und ja, auch wirklich schön und sagt auch so, vielleicht schau mal zu Hause ein bisschen um dich herum, da sind so viele schöne Momente und die kannst du entdecken. So, entspann dich wieder, so ungefähr würde ich das sagen. Und hier sind mal die Materialien, die sie verwendet hat. Also ich finde die Karte ist total toll, super, super schön. Vielen, vielen Dank, Vanessa. Die nächste Karte ist von der lieben Moni. Wundert euch nicht, dass ich so Klebezettelchen vielleicht noch drauf habe. Ich drehe nämlich das Video schon zum zweiten Mal. Leider habe ich mein erstes Video gelöscht aus Versehen und jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig erkläre, dass ich nichts vergesse zum Sagen und ja, dass alles passt. Deswegen war jetzt da der Klebezettel drauf, von wem die Karte ist, von der Moni.
Und das ist auch so eine richtig schöne Karte für vielleicht Urlaub bei uns oder Urlaub in den Bergen, also vielleicht in Deutschland, natürlich auch irgendwo anders, ist klar, aber so ein See-Panoramabild mit bisschen Berge im Hintergrund, bisschen Bäume, die Sonne scheint, das ist schön. Also die ist auch total toll gemacht, die Sonne, finde ich. Also das ist natürlich auch super. Hier die Spiegelung im Wasser, so ein richtig klarer Bergsee, finde ich, ist das. Und das ist auch total schön, oder? Also Carpe Diem, klar. Also wunderschön. Die Hintergrundfarbe ist Zimt. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen herbstlich angehaucht. Vielleicht so ein schöner Herbsttag, vielleicht beim Wandern. Also es ist auch total das Urlaubsfeeling und ein richtig schöne Motivkarte, also richtig schönes Landschaftspanorama. Das ist die Materialliste. Und die Moni macht auch Videos, die findet ihr hier bei Movies Bastelwelt. Und bei Instagram könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Das sind auch ganz tolle Videos und tolle Ideen hat die Moni, muss ich sagen. Genau, also ich finde die Karte sehr schön und das ist so ein bisschen eher so die herbstliche Variante, finde ich. Und da bleiben wir auch gleich dabei. Ich habe nämlich nochmal so eine herbstlich angehauchte Karte, die ist von der Andrea. Auch ein Klebezettel drauf, dass sie nichts durcheinander bringt. Ich habe dann auch alles wieder zusammensuchen müssen, die ganzen Materialkarten und so. Ja, einfach ist ein bisschen blöd gelaufen, dass ich das jetzt beim ersten Mal aus Versehen gelöscht habe. Aber das passiert halt einfach manchmal. Jedenfalls, die Karte von Andrea ist auch wieder wunder, wunder, wunderschön. Finde ich es auch so ein bisschen eine herbstliche Karte mit der schönen Sonnenblume. Also so Spätsommer oder Herbst finde ich ganz toll. Die Sonnenblume ist wunderschön, auch im Hintergrund ist so schön gestaltet. Das mit der halben Schleife finde ich auch eine tolle Idee, dass man hier nur die halbe Schleife sieht. Die Blümchen, das sind, glaube ich, eines der Lieblingsblümchen von der Andrea. Die sind so schön und die passen da auch so gut dann noch dazu. Hab immer Sonne im Herzen. Und was ich total cool finde, ist zum Beispiel der Verschluss dieser Karte. Also, das ist hier diese Stanze, diese allerliebste Anhängerstanze. Und da hat sie wie so einen Verschluss gemacht, also hinten auch noch. Und den kann man dann einfach hier unten reinschieben unter die Sonnenblume. Und dann ist es schon verschlossen und man muss aber nichts kaputt machen, man muss keine Schleife aufmachen. Also, es ist eine total coole Verpackung, Verpackungsverschluss, würde ich sagen, oder Kartenverschluss in dem Fall. Finde ich echt witzig. Und hier hat sie noch geprägtes Papier und wenn man die Karte dann so aufmacht, dann sieht die so aus. Hier ist noch Platz für so ein kleines Badepflegebad. Auch mit der Sonnenblume, total süß. Da steht verbunden mit ganz lieben Grüßen und schön, dass es dich gibt, Babsi. Oh, das ist aber lieb. Vielen, vielen Dank, Andrea. Die Tasche ist auch wunderschön gestaltet. Kleiner Gute-Laune-Gruß für dich. Also, ich finde, das ist wunderschön. Auch hierzu gibt es eine Anleitung bei der Andrea auf dem YouTube-Kanal, wie man die Karte bastelt. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Und dann hat die Andrea mir noch eine Karte gebastelt. Das ist jetzt die herbstliche Variante. Finde ich auch total schön. Finde ich eine tolle Idee mit dem matten Papier und der Schleife wie so ein Band außenrum. Da sieht man auch diese kleinen Stanzungen. Und die Andrea hat geschrieben zur Karte: Nachdem viele dieses Jahr zu Hause bleiben, habe ich mir gedacht, eine Karte mit Entspannungsbad wäre vielleicht eine Geschenkidee für eine Freundin, Schwester, Kollegin, um einfach mal eine Botschaft zu versenden und vielleicht noch einen Gutschein zum gemeinsamen Eisessen beizulegen. Also eine ganz andere Urlaubsidee, Urlaub vom Alltag. Das finde ich total cool und das passt so richtig. Also das ist so eine richtig schöne Urlaub vom Alltagskarte. Da hat sie total recht. Und hier findet ihr die Materialliste. Und die Andrea findet ihr hier. Und wie gesagt, diese Karte gibt es auch als Anleitung auf ihrem Kanal Andreas Kartenwerkstatt. Gutscheinkarte Sonnenblumen, Sommerblumen. Also wieder total schön und auch farblich schön. Und ja, einfach total toll und eine super Idee, dass man das vielleicht auch als Urlaub vom Alltag einer Freundin oder so schenken kann. Super schön. Und jetzt habe ich noch eine Karte von der lieben Linda. Auch ein Klebezettel drauf. So. Genau, die Linda hat mit dem gleichen Stempelset gearbeitet wie ich und das finde ich auch eine tolle Idee. Einmal ist das so, wie wenn man aus dem Fenster guckt oder das ist ja so eine Fensterumrahmung und dann das Meer sieht, vielleicht auch an der Ostsee, an der Nordsee oder sonst irgendwo. Und ich finde, diese Karte vermittelt so ein bisschen Abendstimmung von den Farben. Aber ich muss im Bild bleiben. Von den Farben und so, auch von den Farben vom Meer, das finde ich total schön oder von dem See. Und wenn man dann aufmacht, sieht die Karte so aus. Und hier sieht man zum Beispiel auch die Wolken und die kleinen Punkte. Das ist alles in dem Stempelset drinnen und das ist einfach wunder, wunderschön.
Und ich finde diese Idee total cool, die die Linda hier gemacht hat. Sie hat nämlich den äußeren Rand, da sind ja zwei so Wasserstempel drin, und den äußeren großen Stempel hat sie mit einem helleren Farbton gemacht und den inneren dann mit einem dunkleren. Und das war ja bei meiner Karte so, das seht ihr dann im Video. Ich habe es eben ein bisschen anders gestaltet. Ich habe das von innen nach außen immer dunkler gemacht. Aber die Idee, das andersrum zu machen, auf die bin ich nicht gekommen. Die finde ich aber total super, weil man dann einfach also diese Nachtstimmung irgendwie erzeugen kann. Und es sieht total schön aus, oder? Also ich finde die Karte auch total toll und mit diesem durchs Fenster schauen, und das ist einfach schön. Finde ich richtig super. Also auch eine coole Karte, und die kann man sich auch irgendwo hinstellen und hat dann immer diesen wunderschönen Ausblick da aufs Meer. Genau, das ist die Materialliste von der Linda. Und die Linda findet ihr hier. Viel Spaß beim Nachbasteln, bleibt kreativ. Total süß, oder? Ja, wunderschön. Also ich finde auch diese Karte total toll. Es sind alle Karten wunderschön. Ich gucke mal, ob ich die alle so ins Bild kriege. Also ich finde es total schön. Ich finde, alle Karten haben so eine ganz tolle Besonderheit und so richtig Urlaubsfeeling. Und also vielen, vielen Dank, liebe Mädels, fürs Mitmachen. Ich hoffe, das ist auch eine tolle kreative Inspiration für euch, die ihr zuschaut. Und ihr habt vielleicht ganz viele Ideen, was man so an kleinen Urlaubsgrüßen verschenken kann, wenn man zum Beispiel auch Urlaub bei uns macht oder egal, einen schönen Tag hatte oder jemand einfach ein bisschen Entspannung vom Alltag schenken möchte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt meinen Supermädels bitte einen Daumen nach oben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und einen wunderschönen Urlaub an alle. Genießt die Zeit. Tschüss. Ich bin's nochmal. Einen ganz kleinen Nachtrag habe ich noch. Und zwar wollte ich euch noch kurz was zeigen, was ich total süß fand. Das kommt auch aus meinem Team. Das ist von der lieben Lisa. Und das ist noch so nachträglich zum Geburtstag. Eine kleine Überraschung. Also ich habe euch ja meine ganze Geburtstagspost gezeigt. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Aber ich habe dann noch einen Nachtrag bekommen. Und ich wollte euch den nicht vorenthalten, weil das ist so süß. Und das ist vielleicht auch eine super Idee für euch. Und zwar habe ich so eine tolle Pop-up-Karte bekommen, also die kann man ganz flach verschicken auch, und dann klappt die sich hier auseinander und dann sieht man hier die kleinen Igelchen und hier hinten Happy Birthday, und das ist so eine süße Karte, die wollte ich euch unbedingt zeigen. Eine Anleitung dazu habe ich auch schon mal gemacht, die gibt es auch hier oben unter dem weißen i, und dazu hat sie mir noch so eine tolle süße kleine Box gemacht, und die ist so süß. Die Box an sich ist schon wunderschön, und dann muss ich aber zeigen, was da drin ist, weil das finde ich so witzig. Das ist so eine coole Idee. So ein kleiner Schokokuchen oder Zitronenkuchen in dem Fall mit einer kleinen Kerze und Streichhölzern. Witzig, oder? Auch in dem Designerpapier von der Box außen. Und ich finde, es ist so eine coole Idee, dass man einfach jemand noch so einen kleinen Kuchen schenkt mit so einer Kerze drin in so einer schönen Box mit einer schönen Karte. Und das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Also vielen Dank, liebe Lisa. Ich finde das so süß und das ist echt so eine nette Idee, dass ich gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen ins Video. Und dann noch eine Karte, die jetzt auch zum Thema Urlaubsgrüße vielleicht auch ganz gut passt. Die ist von der lieben Kundin von mir, von der Sabine. Und die wollte ich euch einfach noch kurz zeigen. Also das ist einfach so eine witzige Karte, die man hier so aufmachen kann. Da sind, ist wie so eine Fischdose drin. Und hier ist dann die Karte innen drinnen. Die kann man hier so rausnehmen und diese Wellenform natürlich ist total Urlaubsfeeling pur. Und da oben seht ihr diese kleinen Fische, da steht Moin Moin drauf. Das ist so süß. Fand ich total witzig. Wollte ich euch noch kurz zeigen. Und was ich auch eine total gute Idee finde, wenn ihr mit dem Stempelset arbeitet, die Sabine hat hier Perlen benutzt und hat da einen schwarzen Punkt drauf gemacht und dann hat sie so schöne Walaugen. Seht ihr das gut? Das fand ich eine super Idee. Aus den Perlen einfach Augen zu machen. Das ist sehr kreativ. Und die Sabine hat mir so einen kleinen Radiergummi mitgeschickt. Und da bin ich total gespannt. Den probiere ich auf jeden Fall aus. Damit kann man so kleine Tapser, wenn man irgendwo in der Stempelfarbe drin war, kann man damit wieder wegmachen. Und das probiere ich auf jeden Fall aus und werde euch dann berichten, ob das funktioniert. Und dann kann ich euch sagen, ob ihr genau das braucht vielleicht. Weil das ist natürlich sehr praktisch. Ich tupse ja immer mal schnell irgendwo rein. Und wenn ich dann irgendwo auf meine Karte komme, dann kann ich das wieder retten. Und das ist natürlich für jeden Bastler vielleicht ganz, ganz interessant und wichtig und toll. So, jetzt ist aber wirklich Schluss und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und danke für die tolle Post, Mädels.